Ja, wir stehen jetzt am Eibsee. Unser Trainingslager ist sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Wir haben wo wir unseren traditionellen Duathlon zum Abschluss wieder hatten, jetzt schon zum vierten Mal inzwischen. Und wir können glücklicherweise sagen, dass wir auch einen neuen Vereinsrekord zu vermelden haben. Manuel Spät hat sich hervorragend eingeführt, hat den